Hallo Deutschland, hallo Chat der Welten Projekt, vor allem an alle diesen Chat der Welten Schulen, in diesem Fall in dem Saarland. Wir befinden uns in einem Umweltpark und wir werden heute alle eure Fragen beantworten. Erstmal, wie man sieht, ich bin auf einem Umweltpavillon, wo man einige Tiere bzw. die Tiere von den Regenwald präsentiert werden. Im Regenwald gibt es sehr viele Tiere, ich werde euch alle Fragen gleich beantworten. Wenn man sehen kann, hinter mir ist es ein Affe, ein Tukan, also den Tukan kennt ihr bestimmt. Genauso eben gleich kommt wie eine Schlange, die gerade zum Aussterben bedroht ist. Und neben die grüne Schlange, die recht giftig ist, ein Bär. Und das sind ja repräsentative Tiere, die im Regenwald zu sehen sind. Wir befinden uns in Lima, Peru. Heute ist der 14. Januar 2017 und ich werde einige Chat der Welten Fragen heute beantworten. Ja, einer der gefährlichen Tiere, vor allem im Regenwald, ist eine Abbildung, ist hier der hinter mir. Es nennt sich der Jaguar. Hier in Peru wird er Otorongo genannt. Ja, der Otorongo, es ist ja der König im Regenwald. Es gibt zahlreiche Tiere, die im Regenwald wohnen. Nicht alle sind gefährlich. Es gibt nur eine Art, eine Sorte von Bären in Peru. Nennt man ja die Brillenbäre, weil in den Augen eine weiße Abrundung wie eine Sonnenbrille aussieht. Okay. Nacho, Nacho, que la gente no te pega. Zorro, zorro, zorro. Adelante, le copio. Zorro, al condo, el que va a reemplazar no es el compañero Zoilo. Con él están. Gefährliche Pflanzen gibt es tatsächlich überall im Regenwald. Allerdings, es ist ja giftig insofern, wenn man die isst. Man sollte genau aufpassen, was man isst. Ihr sollt lernen, dass der Regenwald eine große Apotheke für die Ureinwohner ist. In Peru haben wir jetzt im Januar Sommer. Das ist ganz anders als in Deutschland, weil Peru auf die andere Erdkugelseite liegt. Heute, der 14. Januar, haben wir ja gerade 27 Grad. Die nächste Frage ist, ja, man kann. Es gibt sehr viele schöne Wege, wo man wandern kann. Einer der bekanntesten Wanderwege im Regenwald, es ist der Weg nach Machu Picchu oder der wohlbekannten Inca Trail. Die nächste Frage ist, ja, es wohnen sehr viele Ureinwohner im Regenwald. Es gibt vor allem über 100 kleine indianische Ureinwohnergemeinden. Die meisten befinden sich im Regenwaldzentrum, wo ich auch dort zweimal gewesen bin. Die nächste Frage.
heute nein. So, wir fassen jetzt zusammen. Gibt es gefährliche Tiere in Peru? Ja, es gibt jede Menge gefährliche Tiere. Es gibt nicht nur Jaguaren, Kaimanen, gefährliche Schlangen, kleine, bunte, giftige und auch sehr großen Schlangen, genauso wie Riesenotter. Die sind nicht gefährlich, aber zum Aussterben bedroht. Die werden auch geschützt. Und Peru ist sehr vielfältig. Das bedeutet, es gibt nicht nur Regenwald, sondern es gibt auch eine lange Küste, auch eine recht schmale Wüste und sehr bekannt von dem Hochland. Es gibt sehr viele Berge und dort leben die Lamas sowie die Kondore. Mein Name ist Fernando. Das war von dem Chat der Weltenprojekt. Viele Grüße aus Lima und bis bald. Bleib gesund. Bis bald. Ciao.